Es stinkt. Was geht ab, Vegan Savages? Es geht weiter. Wie meine ich, es geht weiter? Ja, Edeka Teil 2, der Taste Test, wo ich die Produkte teste, die ich gekauft habe. Teil 1 kam gestern raus, könnt ihr gerne abchecken, wo ich bei Edeka war, einkaufen war. Und da zeige ich euch nicht nur die Produkte, die ich jetzt teste, sondern auch viele mehr, die ich nicht gekauft habe. Deswegen empfehle ich euch sehr, Teil 1 anzuschauen. My Müsli, was ist das eigentlich für ein Scam? Puh, wieso rede ich so schnell? Ganz entspannt. Schnallt euch an, lehnt euch zurück, trinkt einen heißen Schoki oder was auch immer. Und ich teste jetzt nach der Reihe die ganzen Edeka-Produkte, die ich gekauft habe. Na, da bin ich mal gespannt, ob das was wird mit dem Gluten. Okay, ich mache jetzt Mittagessen und ich verwende drei Produkte. Einmal das Hühnchen, das brate ich einfach an. Da bin ich mal gespannt, weil ich jetzt das erste Mal in einer Edelstahlpfanne anbrate. Denn Teflon ist ziemlich toxisch. Darüber habe ich einen Post gemacht, at Vegan Strength. Den könnt ihr gerne abchecken. Da versuche ich das anzubraten, tue die Pfifferlinge dazu aus dem Glas und viel Gemüse. Ich gucke mal, wie ich das mache. Ich glaube, ich mache das alles genau. Ich mache so eine Wokpfanne. Ich tue das alles in eine Pfanne. Da muss ich es, ich glaube, mit Sojasauce brate ich es an und dann schmeiße ich alles hinzu und füge dann Flüssigkeit hinzu in Form von passierten Tomaten. Das ganze Gemüse schnippel ich. Ich bin mega hungrig, deswegen mache ich schnell, weil meine Mutter hat ja so viele Stuff, Soßen, ja, Stuff beschreibt es am besten. Und dann nehme ich einfach die hier. Ich mag es immer nicht, wenn da viel Öl drin ist, aber hier ist Öl erst relativ spät und es sind 45% Grünkohl. Was meine ich mit spät? Die Zutaten sind immer aufgelistet, je nach Anteil. Also je mehr drin ist, desto weiter vorne ist aufgelistet und am meisten ist Grünkohl, Zwiebeln, Cashew, Tofu. Und dann kommt der Sonnenblumenöl drin. Wow, 45% Grünkohl. Ich weiß nicht, wo meine Mutter das her hat. Aber ja, cool. Dann habe ich auch noch im Kühlschrank gefunden Kimchi. Rohen Kimchi. Kennt ihr ja noch aus dem Alnatura-Video. Noch ein paar Kapern. Oh, die erinnern mich immer an den Urlaub. Club Calapada in Ibiza. Good times. Senf hier. Zuckerfreier Senf. Gewürze, Hefeflocken. Natürlich noch Apfelessig und Nüsse und Samen, wie immer man kennt. Somit decke ich immer mit einer Mahlzeit Nüsse, Samen, Gemüse. Habe ich Vollkorngetreide drin? Nö, aber hatte ich heute Morgen genug. Und als Hülsenfrüchte, das Geschnetzelte. Okay, ich mache den Wok und es geht los. Ich hoffe, die Shots passen. Ich bin zu faul hochzulaufen, meine Vlogging-Kamera zu holen. Deswegen mache ich alles mit dem Handy. Ich probiere mal eins so. Ja, Mann, süß-sauer. Daher kenne ich die, vom Asiaten. Oh, ich liebe ja Mais. Und die kleinen liebe ich auch. Na, ja, deswegen, weil Zucker drin ist. Zucker schmeckt jedem. Das ist shit I don't like. Die Stufe ist viel zu hoch. Also wäre die Stufe jetzt nicht viel zu hoch, dann würde es ganz gut klappen. Aber ich glaube, das reicht schon. Jetzt fügen wir, das riecht extrem gut. Jetzt schmeißen wir den Rest noch schnell rein. Zack, Gemüse schon geschnibbelt. Voilà. Und jetzt brauchen wir schnell eine Soße. Wir nehmen einfach das Wasser von den Pfifferlingen. Here we go. Den will ich aber auch noch so probieren, einen Pfifferling. Wer keine Pilztextur mag, für den ist das gar nichts. Aber ich liebe Pilztextur, halt dieses Maschi. Oh, mit dem Handy ist echt nervig. Und da ist auch kein Zucker dabei. Ja, die waren auch gar nicht so teuer, oder? Okay. Oh, das sieht schon so gut aus. Jetzt schmeiße ich noch den ganzen Rest dazu und lasse es so richtig schön. Okay, wie sieht das hier aus? Oh mein Gott, das riecht schon extrem gut. Jetzt tun wir mal den Deckel weg, weil ich habe doch ganz schön viel Flüssigkeit hinzu. Dann kann es noch so ein bisschen verdunsten. Ach, was für ein Geruch, diese Küche. Und hier ist dann noch so die Hefeflocken, der Kimchi, denn der soll ja raw bleiben, also relativ, also nicht über 40 Grad. Nüsse, Samen und Apfelessig. Ah, und die Kapern. Kapern. Ganz kurz, Kapern schmecken hier so lecker. Kauft mal wieder
Kapern im Glas und einfach nur so 2-3 in eure Mahlzeit. Walla Bila! Freitag, Zeit fürs Mittagessen. Ich habe mega Bock auf die Sternchen. Und die Shiitake. Eine Stunde einweichen? Nein, Mann. Ich habe so Hunger, ich mache die Shiitake-Pilze wann anders. Ich sehe sogar, meine Mutter hat sogar was von dieser Marke gekauft. Soja-Steak. Ich packe es einfach ein paar Minuten in die Mikrowelle, dann sind die schön warm. Zeit für Weihnachten, Zeit einen Stern zu probieren. Die riechen auch extrem gut. Die lösen sich dann in der Mikrowelle, zerbröckeln die so ein bisschen. Mir ist das ja völlig egal. Ich fand es einfach schön, die Ästhetik davor, aber beim Essen können die ruhig ein bisschen zerbröckeln. Aber ja, deswegen vielleicht nicht in die Mikrowelle, wenn ihr die Ästhetik behalten wollt. Oder, nee, die sind danach auch noch Sterne, aber ich hab's halt jetzt so durchgemixt. Da natürlich zerbröckeln sie. Ich denke nicht, dass es an der Mikrowelle liegt. Oh, wieso Falafeln nur noch lecker? Wirklich. Oh Gott, ich liebe die. Weil dieser Vollkornreis da drin. Oh Gott, das trifft genau meinen Geschmack. Es erinnert mich an irgendwas aus der Kindheit. Ja! Von Bofrost, da gab es immer diese Stäbchen. Das war einfach so Chicken mit einer Marinade. Kennt ihr die? Die habe ich so oft gegessen. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Aber es trifft total meinen Geschmack. So lecker. Das genieße ich jetzt. Kaufempfehlung. Kurzes Voice-Over. Ich hoffe, der Regen stört im Hintergrund nicht so. Ich zeige euch jetzt hier, wie ich Aquafaba mache. Und zwar nehme ich einfach das Wasser aus den Kichererbsen. Und dann dementsprechend esse ich die Kichererbsen. Immer so ein bisschen. Ich tue das dann in den Kühlschrank, weil ich wollte das halt erst später, weil ich habe mir gerade Mittagessen gemacht. Wegen Savage-Paket, dann noch getoastet dieses Proteinbrot. Da habt ihr im letzten Video das Rezeptvideo gesehen. Lael, Grüße an dich, gehen raus zum 100. Mal. Da habe ich Maca-Vanilla-Bliss-Balls gemacht, also mit dem Vanilla-Protein und mit dem Maca von Vivo Life. Und während das halt im Food Processor gemixt ist, habe ich das hier einfach aufgeschäumt, dann so ein bisschen Smacktastic hinzu und es geht wirklich super schnell und es ist halt einfach nur das Wasser von den Kichererbsen, ein paar Schokotrops und es wird einfach so viel und das sind quasi 0 Kalorien, weil es halt einfach nur aufgeschäumtes Kichererbsenwasser ist und es schmeckt so lecker, wenn man halt so ein bisschen Geschmack hinzufügt, aber falls ihr Probleme, hier seht ihr wie groß es ist, ich habe wirklich riesen Hände, da kriegt man wirklich so viel raus, keine Kalorien und hat so eine leckere Creme, wenn ihr irgendwie so Heißhunger habt auf was und ich meine jetzt hier einfach weiter, weil ich will noch mehr dazu reden und aber ihr wollt quasi jetzt nicht irgendwie was kalorisch reiches, aber so eine leckere Creme, dann ist das perfekt, aber wenn ihr Probleme habt mit Blähungen, dann rate ich davon ab, denn ihr schäumt es auf und dementsprechend fügt ihr extrem viel Luft hinzu und habt dementsprechend auch mehr Luft in eurem Darm und die muss halt auch irgendwie raus. So, mir ist es wert, dass 10-mal mehr furzen, kein Problem. Bin ja eh Single, da gönne ich mir den Geschmack, aber ja, wenn ihr Probleme habt mit Blähungen oder ihr wollt Blähungen vermeiden, keine Ahnung, 10-mal mehr zu furzen, dann würde ich davon abraten, aber sonst könnt ihr euch's gönnen. Aber ich muss auch nochmal recherchieren, weil andere Hülsenfrüchte wie Bohnen und so, da ist das Wasser eher toxisch, wohingegen bei Kichererbsen ich mir gar nicht sicher bin, aber so kleine Mengen hin und wieder. Ich muss nochmal recherchieren, aber ich wollte es euch einfach zeigen, weil viele kennen es gar nicht. Jetzt geht's hier weiter. Genau, den Skyre oder wie auch immer der heißt, Alpro-Joghurt. Ach, der ist einfach so cremig wie Quark. Hier seht ihr die Konsistenz. Tschock, Gesell. Okay, es geht weiter im Vlog und ich genieße hier meine Chai und schneide das Video. Schaut mal, wie viele Tomaten da wachsen. Meine Mutter hat mir die gegeben und meinte, ey, die müssen geerntet werden, du darfst die alle haben. Okay, die war jetzt nicht so lecker. Die sind nicht so lecker. Die sind so durchschnittlich. Ziemlich wässrig, aber mega cool, wie viele da wachsen, oder? Okay, lass uns das Video zu Ende bringen. Ich habe die Shiitake-Pilze jetzt bestimmt schon 2-3 Stunden einweichen lassen. Ich empfehle sie schon mal nicht zu kaufen, weil es stinkt. Die ganze Küche stinkt nach Shiitake-Pilzen. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt irgendwie eine Pfanne draus und bleib noch open-minded, denn vielleicht ist es ja so lecker, dass sich der Gestank lohnt, aber ich empfehle jetzt schon mal eher gefroren zu kaufen. Dann haben wir noch die bayerischen Bauer-Veggie-Bratlinge. Und was haben wir da noch? Ah ja, gefrorenen Edamame, das gönne ich mir dann später als Snack. Und ich glaube, das war's schon. Und ich wurde auch öfter gefragt, hey, wie schmecken denn die Linsenwaffeln?
Die schmecken halt nach Linsen, weil es 100% Linsenmehl. Also wenn ihr Linsen liebt, so wie ich, dann schmecken sie euch gut. Wenn ihr Linsen nicht so mögt, dann schmecken sie die dementsprechend nicht so gut. Aber Maiswaffeln habe ich zum Beispiel immer noch viel lieber, weil die schmecken schon ziemlich eigen, wohingegen Maiswaffeln halt so zu allem passt. Da wächst man schon seine eigenen Tomaten und sie schmecken trotzdem super wässrig. KIZ erzählt Schwachsinn. Wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Ich brate hier in der Edelstahlpfanne gerade einfach nur mit Wasser an, klappt gut bisher. Großer Nachteil schon mal an diesen Burgern, warum ich schon mal eher abrate davon, die aus der Verpackung zu bekommen, war wirklich so aufwendig. Das war echt, ich glaube, das Schwerste, was ich je gemacht habe, irgendwie Patties aus einer Verpackung rauszuholen. Ungelogen. Riecht aber gut. Okay, wir machen einfach so einen ganz fairen Taste-Test. Ich würde sagen, auf eine Maiswaffel mit Senf und einer Essiggurke. Meine Mutter hat ihr Porridge nicht aufgegessen. Ich schnippel die so mit in meine Mahlzeit, aber ich gebe euch jetzt so den Taste-Test. Richtig schön bayerisch und deftig. Also das ist echt richtig lecker, deftig, schmeckt wirklich gut nach Fleisch. Hat auch eine schöne Farbe, kann sich mein Bruder nicht beschweren, dass irgendwie noch so pink ist. Sondern so schön hellbraun. Richtig lecker, bis auf die Verpackung. Ein guter Fleischersatz. Oh, der Geruch von Shiitake-Pilzen. Nein, ich mag es einfach gar nicht. Wie soll ich auch so viel Shiitake-Pilze runterkriegen? Egal, vielleicht mal gucken. Ach, eine vegane Ernährung ist doch so schön. Schaut euch mal diese Farben an. Nicht irgendwie tote Tiere und alles blutig, sondern einfach schön der Regenbogen. Jetzt bin ich mal ultra gespannt. Okay, wir nehmen zwei Shiitake-Pilze. Nach wie vor, ich mag Shiitake-Pilze sehr. Vielleicht nicht so viele. Ich mag nur gar nicht den Geruch, wenn man sie einweicht. Aber ja, nächstes Mal kaufe ich einfach wieder gefroren. Oder genieße sie beim Auswärtsessen. Okay, das war das Video. Ich ziehe es gar nicht in die Länge. Sagt mir, in welchen Supermarkt ich als nächstes gehen soll. Und falls ihr den Teil 1 vom Medica-Video noch nicht gesehen habt, checkt ihn jetzt ab, denn dieses Video ist vorbei. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.